Leute, was geht? Ich hoffe, es geht euch einen guten, schönen, einen wunderschönen guten Tag. Ich drehe euch heute eine Rezension zu And the Ocean Was Our Sky von Patrick Ness mit Illustrationen von Rowena Kai. Ich hoffe, das habe ich richtig ausgesprochen. Ja, das hier war mein Bucketlistenbuch für den Februar, nämlich eine Nacherzählung von Egal was, Hauptsache es ist kein Märchen. Und ja, dieses Buch ist eine Nacherzählung von Moby Dick, aber aus der Sicht der Wale. Ja, das klingt ein bisschen weird und es ist auch ein bisschen weird. Aber bevor ich darauf komme, worum es eigentlich geht und was so abgeht, ich wollte euch kurz zeigen, wie schön dieses Buch ist. Erstmal hier, ohne Schutzumschlag. Habt ihr schon mal sowas Schönes gesehen? Ich glaube ja nicht. Es ist einfach so unglaublich schön. Ich zeige euch gleich auch noch ein paar Illustrationen. Moment, hier nochmal das Cover, damit ihr das bewundern könnt. Guckt mal bitte, wie wunderschön das ist. Auch wenn man das Buch aufschlägt, hat man hier direkt einen Wal. Es ist einfach mega, mega hübsch. So, jetzt worum geht's? Es geht hier um einen Wal, um ein Walmädchen. Ihr Name war Beta Sheba oder so. Irgendwie sowas. Und sie erzählt die Geschichte, nicht ihres Lebens, aber das Ereignis, was ihr Leben am meisten geprägt hat. Und ja, schlussendlich ist es einfach ihr Erlebnis davon, Moby Dick zu treffen. Aber hier heißt er Toby Wick. Es ist nämlich so, dass es wohl einen Walfänger gibt, den alle Wale kennen. Also jeder fürchtet sich vor dem. Und das ist halt Toby Wick, weil der aus dem Nichts auftaucht und einfach nur Mord und Totschlag hinterlässt und keiner weiß, wie man den besiegen kann. Keiner weiß, woher der kommt, weil Wale haben ja diese Echolocation und keiner kann ihn spüren. Man weiß einfach nicht, was los ist mit diesem Toby Wick. Ja, und unsere Bathsheba oder wie auch immer sie heißt, ich gucke nochmal nach. Bathsheba oder irgendwie sowas. Naja, auf jeden Fall, sie ist in einer Gruppe dabei. Also es ist so, dass Wale in Teams aufgeteilt werden und diese Teams gehen dann auf die Suche nach Schiffen, die die halt zum Kentern bringen können, damit die halt die Leute killen. Irgendwie so. Und sie ist halt also in ihrem Team sind drei Mädchen, also sie und zwei andere und halt deren Captain, Alexandra oder Alexandria oder irgendwie so hieß sie. Und sie ist wohl eine der größten, berühmtesten Wale der Welt, weil sie eine der einzigen Wale ist, die halt ein Treffen mit Toby Wick überlebt haben. Und jeder ist so, boah, die ist so voll krass, die ist voll krass. So, und die Geschichte kommt dann halt ins Rollen, als sie einen Menschen finden, der ein Schiffswrack-Ding überlebt hat. Und er führt die dann sozusagen auf die Spur von Toby Wick. Und diese Alexandra ist halt, sie will Toby Wick töten. Sie denkt, sie hat die Kraft dazu und ja, darum geht's dann. Die Wale machen sich dann auf die Suche nach eben Toby Wick und ja, die... Ne? Ob die es schaffen? Ja, jetzt kommen wir, würde ich sagen, zu meiner Meinung. Ich hatte noch nie ein Patrick Ness Buch gelesen und jeder liebt ja Patrick Ness. Also dachte ich mir, ich muss auch mal ein Patrick Ness Buch lesen. Und ich denke, dass das hier auf jeden Fall ein guter Anfang ist. Das ist noch nicht auf Deutsch übersetzt, das gibt es nur auf Englisch, aber es ist auch noch nicht so lange draußen. Vielleicht wird es nochmal irgendwann übersetzt, für alle, die da Interesse dran hätten. Ja, der Schreibstil war gut. Ich weiß nicht, ob ich jetzt dadurch, dass ich das Buch gelesen habe, sagen kann, yo, Patrick Ness ist voll mein Ding. Einfach weil ich glaube, dass der Schreibstil hier nicht unbedingt so ist, wie er in all seinen anderen Büchern ist. Weil das hier doch eher, ja, es ist halt eine Nacherzählung. Es ist Bathsheba oder wie auch immer sie heißt. Sie erzählt, was in dieser Nacht oder in dieser Woche oder was auch immer da passiert ist. Und ja, ich fand den Schreibstil gut, aber ich weiß nicht, ob man das hier als referenzielles Material nehmen können. Ist das überhaupt Deutsch? Doch, oder? Naja, ist ja auch egal. Ja, dann zeige ich euch jetzt mal die Illustrationen. Hier, das ist eins davon. Das ist einfach so hübsch. Es ist einfach, es ist so schön. Mir persönlich sind die alle ein bisschen sehr dunkel. Aber gut. Das ist jetzt auch nicht so schlimm. Hier haben wir noch eins auf einer Seite. Hier ein Schiff. Also richtig, richtig, richtig hübsch. Das hat die Rowena Kai sehr schön gemacht. So, jetzt zu meiner richtigen Meinung.
Das Buch hat 3,5 Sterne, glaube ich, von mir bekommen und ich hatte es in 3 Stunden durch. Also das hat meine Jahreschallenge sehr geboostet, weil man kam einfach so super schnell durch. Ich habe gar nicht gecheckt, wie weit man war und dann hatte man schon nur noch 20 Seiten und ich war so, okay. Und es hat auch nur 160 Seiten, also es geht schnell. Ja, dann die ganze Zeit während des Lesens war ich mir sehr unsicher, ob ich denn das, was ich lese, mag. Ich meine, es war nicht so, dass ich gesagt habe, langweilig, schlecht, sowas nicht. Aber es war auch nicht so, dass ich gesagt habe, oh mein Gott, voll toll. Wisst ihr, manchmal hat man auch diese Bücher, wo man einfach nicht weiß, was ist meine Meinung. Und so ein Buch war das für mich. Ich habe ein paar Kritikpunkte gehört, und zwar, dass man oder dass Leser sich nicht in die Situation der Wale hinein denken konnten. Und das hatte ich auch. Ja, das hatte ich auch. Erstens, weil ich deren Welt nicht verstanden habe. Es ist nämlich irgendwie so, wie soll ich das erklären? Für uns ist das Meer ja unten, ne? Und für die Wale ist aber die Menschenwelt, also der Himmel, der ist für sie auch unten. Also, wenn sie tief schwimmen, sagen wir mal, die schwimmen jetzt zum Meeresgrund, dann ist das für die oben. Und das, unsere Welt ist für sie sehr weit unten. Also hieß es die ganze Zeit, ja, wir schwimmen nach unten. Und dabei meinten die, dass sie halt nach oben schwimmen. Also von unserer Perspektive aus nach oben. Und das war die ganze Zeit so, hä? Also da habe ich ein bisschen gebraucht, um mich irgendwie da reinzudenken. Und dann wurde irgendwie direkt im ersten oder zweiten Kapitel hieß es, ja, wir ziehen ein Schiff hinter uns her. Und ich so, wie, ihr zieht ein Schiff hinter euch her? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Und dann wurde es irgendwie so erklärt, dass, wie haben die das erklärt? Dieser große Wal, also die Anführerin von diesem Team, dieser Alexandra oder Alexandria oder was auch immer, die war befestigt an einem gekenterten Schiff. Und das haben die mit sich rumgeschleppt. Ich habe es nicht verstanden. Also das war eines der größten Probleme des Buches, finde ich, weil dadurch, dass es halt einfach die Erzählung von Bathshebas Leben da ist und für sie ja alles selbstverständlich ist, hat sie es nicht für nötig befunden, uns zu erklären, was da denn gerade abgeht. Und dann hieß es einfach, ja, wir schieben das Schiff. Und ich denke mir so, hä? Wie? Was für ein Schiff? Also das habe ich wirklich nicht verstanden. Und dann zu der Sache, dass man sich nicht in die Wale versetzen konnte. Ja, weil ich fand die halt alle so saudumm. Weil die Bathsheba, sie ist die einzige unter allen Walen, die nicht an diesen Toby Wick glaubt. Und alle anderen glauben an den und glauben, das ist der unbesiegbare Typ, bla bla bla. Und dann gehen die auf die Reise, um den zu finden. Und keiner widerspricht. Jedem ist bewusst, yo, das wird gefährlich. Das könnte unser Tod sein. Und alle so, so what, let's go. Und ich habe mir gedacht, hä? Also ich fand die alle so unsympathisch. Den Captain mochte ich gar nicht. Die zwei Mädchen, die mit denen geschwommen sind, mochte ich auch nicht. Bathsheba fand ich so, Und dann gab es noch den Menschen, den die da finden. Demetrius oder irgendwie so hieß der. Das war der einzige, den ich mochte. Zwischenzeitlich war ich so, schippe ich jetzt einen Wal und einen Menschen? Da war ich dann wieder die Komik unter meinen Freunden, weil die das alle nicht verstehen konnten. Aber irgendwie habe ich die geschippt. Und dann kamen immer Bilder von Bathsheba, also wie sie aussieht. Moment, ich gucke mal, ob ich ein Bild finde. Seht ihr das? Das ist sie. Und immer wenn ich dann die Bilder gesehen habe, dachte ich mir, ne, ich schippe keinen Wal mit einem Menschen. Aber gleichzeitig war ich so, ich fände es auch nicht schlimm. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich sehr komisch gefühlt habe. Ja, dann wusstet ihr, dass die größte Beleidigung, die ein Wal einem anderen Wal antun kann, ist, der in die Stirn zu beißen? Das war auch eine ganz komische Szene. Das passiert ein, zwei Mal und ich habe mir immer gedacht, okay, das ist einfach so, ja, sie biss mir in die Stirn und dann blutete ich. Okay. Ja, und dann dadurch, dass ich halt das ganze Buch über nicht wusste, wie ich mich fühle, habe ich halt gedacht, okay, dann lege ich jetzt meine Entscheidung, wie ich das Buch bewerten werde, einfach in den Endkampf und wie der ausgeht und was das große Mysterium hinter Toby Wick ist. Und das fand ich irgendwie so saudumm. Also wirklich, ich fand's saudumm, weil es wurde halt nicht erklärt, weil ist ja klar, wenn man 160 Seiten Buch hat
und 140 davon ist man halt auf der Suche nach etwas, dann ist nicht mehr viel Zeit dafür, das zu erklären, was man denn dann gefunden hat, wisst ihr? Und das war einfach ganz komisch. Die Art und Weise, wie Toby Wick erklärt wurde, war für mich einfach nicht vorhanden. Ich weiß nicht, wie ich mir Toby Wick vorstellen soll. Und das fand ich halt irgendwie voll doof. Ja, und das hat dann zum Schluss zu der Bewertung 3,5 Sternen geführt. I don't know. Ja, würde ich das Buch empfehlen? Ich meine, es ist super dünn. Wer irgendwie merkt, es ist Ende des Jahres, ich bin mit meiner Challenge noch nicht so weit, ich brauche dünne Bücher, haut rein. Weil, Leute, das geht super schnell. Es macht Spaß, das Ganze zu lesen, aber ich würde sagen, geht da nicht mit der Hoffnung des Todes rein. Weil ich glaube, dann werdet ihr enttäuscht. Ich hatte lower expectations, weil die Books and Lala das Buch nicht so gut fand. Aber dafür fand irgendwer anderes, ich glaube Reagan, das super gut. Also ich war so, Also deswegen wurden die jetzt nicht enttäuscht, meine Erwartungen. Außer halt mit dem Endkampf, weil der war wirklich so. Und dann glaube ich, dass es so ein bisschen philosophisch sein sollte. Also man hat schon verstanden, wo der Sinn von diesem Buch lag. Also ich glaube schon, dass Patrick Ness was zu sagen hatte. Für mich war das jetzt einfach, macht eure Ängste nicht größer, als sie sind. Aber das war dann auch so plump. Und ja, also wie gesagt, wer jetzt am Ende von der Challenge ist und man braucht irgendwie was Schnelles, etwas, was super hübsch aussieht, dann lest es. Aber ich würde halt wie gesagt sagen, lowert eure Expectations und dann solltet ihr eigentlich gut dabei sein. Ja, ich hoffe, diese Rezension hat euch gefallen. Das war's eigentlich. Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare, ob ihr von dem Buch schon mal was gehört habt, ob ihr es gerne lesen wollen würdet, ob ihr Patrick Ness kennt. Und ja, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag.